Hallo meine Freunde, ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, wir kommen zurück zum Schönbau. Und zwar geht es heute nicht um meine Karte. Es geht um die Karte von dem guten Blue Fox, der sich auch dem Schönbau so antut und angeht. Er betreibt Schönbau mit KI teilweise. Und teilweise, wie gesagt, baut er halt selber. Und die Karte möchte ich euch gerne mal präsentieren. Und mich würde einfach auch eure Meinung mal interessieren zu dieser Karte. Wie ihr das so findet, wie was er da so baut. Wie gesagt, ich kenne mich auf der Karte auch noch nicht so aus, weil ich mich denke, ich habe die vorhin erst zum Laufen bekommen und steige direkt da ein, so wie ich halt bin. Ne? Mich da ohne großartig da vorzubereiten. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, alles kostenlos. Und ganz wichtig, Freunde, schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr die Karte so findet oder was der da noch verbessern könnte. Ja gut, dann starten wir mal und schauen uns das einfach mal an. So, hier hat der Gute ein Industriegebiet erstellt, was natürlich hier super ist, mit die Portalkräne, die total funktional sind. Sieht schon knorke aus. Also das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Dafür bekommt er auf jeden Fall einen Daumen hoch von mir. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Aber er hat genauso wie jeder andere hier alle gleiche Probleme. Es glänzt und glitzert wie im Lämmerschwanz. Ne? Also finde ich ein bisschen schade, dass die Texturen so am Leuchten sind. Schlimm. Ja, dann hat er hier die Dieseltankstellen. Also ich versuche mich da mit der Karte so ein bisschen reinzufinden und dementsprechendes zu sagen. Also das finde ich ganz gut hier. Hier hätte ich vielleicht so eine Plattform von der Jofritbox drauf gemacht. Mein Guter, du hörst das, du wirst es ja sehen im Video. Hier würde ich, das ist jetzt keine negative Kritik, hier würde ich einfach nur eine schöne Abschlussplatte drauflegen. Das sieht bestimmt ganz gut aus. Ich weiß nicht, was ihr so meint dazu. Vielleicht würdet ihr es nicht machen. Wie gesagt, schreibt mir einfach mal. Ja, hier der Ringlokschuppen ist natürlich auch. Das ist einfach ein richtig geiles Teil. Finde ich einfach halt nur schade, dass dieser nicht funktional ist. Heißt, dass die Platte sich hier drinne nicht dreht. Ne, wenn die Lok jetzt hier aus dem Schuppen kommen würde, auf der linken Seite, dass er sich dann links rüber dreht, das wäre natürlich mega geil. Ne? Ja, Schiffsverkehr hat der gute Mann auch hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also das hat er wirklich gut gelöst. Also mit dem Wasser ist auch schon geil. Ne? Durch das mal an hier. Finde ich wirklich, finde ich klasse. Also muss ich echt sagen, sehr, sehr schön. Wir gucken mal weiter. Wie gesagt, ich muss mich auch hier ein bisschen zurechtfinden. Hier Ölindustrie. Ich gehe mal davon aus, dass die Ölindustrie ist. Auch sehr schön mit Assets gearbeitet. Sehr schön. Ihr wisst, wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich das, ne? Das ist ja überhaupt kein Problem. Da bin ich sehr ehrlich drin. Also wie wir sehen, er hat auf jeden Fall überall Funktionen. Also hier ist überall Bewegung im Spiel. Die Arbeiter kommen zur Arbeit. Ne? Ihr kennt das ja, die Arbeiter würden nie arbeiten und die Trickser würden nie arbeiten. Ne? Genau, gar nicht wahr. Was ein Quatsch, was erzähl ich da? Die Trickser würden nie arbeiten und die Arbeiter würden nie tricksen. So. Genau so. Finde ich schon geil. Und hier würde ich mir wünschen, dass hier das Tor aufgehen würde. Ne? Wenn die reinfahren würden, dass das Tor hochgeht und schnell auf Tor. Aber na gut, haben wir nicht. Was haben wir hier? Amazon? Amazon-Lager, jawohl. Auch sehr schön gemacht. Mit einem DHL-Gebäude dran.
versehen. Könnte auch Poco sein, ne? Von der Farbe her könnte auch Poco sein. Ah, hier hat er die Old Schienen benutzt. Finde ich auch total geil. Ja, Güterverkehr. Was haben wir drauf? LKW ist da drauf. Guck mal, hier unten gehen die Tore auf. Sehr geil. Sehr, sehr geil, muss ich einfach mal sagen. Also hier läuft auf jeden Fall Verkehr auf der Strecke. Ja, ah, ich weiß, hier hat er wahrscheinlich wird das, ich weiß nicht, bei uns im Ruhrgebiet heißt es Emma, Emscher, Köttelbecke. Nee, das wird wahrscheinlich eine Kläranlage sein. Sehr raffiniert gemacht. Die Idee als solches ist einfach schon geil. Nur wir scrollen mal raus und gucken mal ein bisschen weiter. Wie gesagt, ich muss mich auch mit dem ganzen Ding erstmal hier zurechtfinden und befassen. Aber die Baustelle gefällt mir auch sehr gut. Sehr schön gemacht. Auch mit dem gelben Sand hier. Ja, hier Bagger funktional. Schick. Robert, ich muss dir sagen, gefällt mir sehr gut hier. Hier hat er eine Pfütze eingebaut. Ach, schön. Schön. Auch hier, das hier. Ich achte ja darauf. Ne, solche Sachen hier. Das ist jetzt natürlich von der Straße oder vom Zaun oder wo auch immer. Aber das passt einfach super zu der Baustelle hin, weil das sieht nämlich aus, als wenn der Bagger mit der Schaufel, also wenn das die Schaufabdrücke wären. Ne? Geil gemacht. Finde ich gut. Würde ich so lassen. Könnte auch von dem Tunneleinfahrt hier kommen. Also Baustelle sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Hier hat er den Dresdner Bahnhof. Ja, er hat auf jeden Fall jede Menge Verkehr hier und wie man sieht, was er hier für Besucher hat, ne? Für Sims hier rumlaufen hat. Ja, er ist schon enorm, muss ich ja mal sagen. Wie gesagt, die Karte ist ja auch noch lange nicht am Ende. Da muss jede Menge noch dran gefeilt werden. Schick finde ich auch hier sowas hier, ne? Die alten Häuser von der Russenseite, sage ich immer dazu. Finde ich einfach geil. Die sehen richtig schick aus. Die kann man richtig schön als Altstadt verwenden und alles Mögliche mitmachen. Auch die hat er kollisionsfrei. Hier auch schön. Einfach schön gemacht. Ja, er steht sowieso so mehr so auf Russen Map. Der baut da einfach so ein bisschen auf russischem Niveau, sage ich mal. Oder baut er, bringt er zumindest unter. Nein, falls ihr Fragen habt, nein, er ist kein Russe. Ja, nein, ist er nicht. Also wie gesagt, ist alles gut. Ah, hier hat er einen Teich. Okay. Den gucken wir uns mal an. Ja, das sieht ja mal geil aus hier, ne? Also, da muss ich sagen, richtig geile Idee. Hätte eigentlich von mir sein können. Also, das ist so ein Ding. Robert, tut mir leid, das werde ich dir klauen. Das werde ich auch bei mir mal anwenden. Also, da ist ja so, wir sind ja mittlerweile eine sehr gute und schöne Community geworden. Wir wachsen immer mehr zusammen und wir sind jetzt, glaube ich, mittlerweile, ich weiß nicht, 8 oder 10 Mann. 10 Mann, wir sind gestartet mit 3 oder 4 waren wir gewesen. Einfach klasse, ne? Wirklich, wir sind sehr lustig bei uns in der Gruppe. Und kommt einfach mal vorbei, schaut euch das an und dann gucken wir mal weiter. So, dann gucken wir jetzt erstmal hier auf der Karte weiter. Ja, wie gesagt, Freunde, nehmt mir das alles nicht so übel. Ich muss mich mit der Karte hier wirklich selber zurechtfinden. So, hier hat der gute Mann auch wieder eine Ölindustrie gebaut. Aber ich glaube, das sind die fertigen schon, wo er nur noch hier die Assets rumgezimmert hat hier, ne?
Auf jeden Fall alles sehr detailreich und sehr detailliert. Hier auch schön wieder mit Texturen gearbeitet. Sehr schön. So, wir gucken mal weiter, wo wir jetzt mal hinfliegen werden. So. Hier hat er auch ein kleines Industriegebiet, was wahrscheinlich noch nicht fertig ist. Die Idee finde ich auch nicht verkehrt. Hier mit den Güterbahnhöfen, dass die so als L da stehen, dass die sich vor Kopf eigentlich treffen. Finde ich richtig raffiniert gemacht. Gefällt mir auch. Ja, hier ist eine KI-Stadt. Also da bin ich ja echt mal gespannt, wenn er mit der KI, die bauen ja einfach weiter, ne? Und ob die irgendwann mal dazu kommen, hier eine Verbindung hinkriegen, hier ist ja die Autobahn. Ob da nicht mal was schief geht und die sich dann überall breit machen. Also ich lasse mich überraschen, bin auch sehr gespannt. Was haben wir denn hier? Steinerz, wie auch immer, aber das hat ja nur da reingeflanscht. Wir gucken mal hier. Ach, guck mal hier, Freunde, hier. Das sieht ja mal richtig geil aus. Das sieht richtig klasse aus. Er hat ja das schön aufgeschüttet. Und dann geht das hier hoch. Schön hier hoch. Boah. Geil. Komm, wir fahren mal mit dem hier mit. Kann ich mit dem nicht mitfahren? Doch, ich kann bestimmt mit dem mitfahren. Dann können wir fahren mal mit. Fahren wir mal damit hoch und dann gucken wir uns das mal an. Wie gesagt, ich bin auf euer Feedback gespannt, wie ihr die Karte so findet. Und vielleicht können wir ihn hier animieren, auch einen YouTube-Kanal zu machen. Ich habe gesagt, komm, ich tue dir echt mal die Freude und werde dir mal deine Karte präsentieren, weil ich glaube auch nicht, dass er sich verstecken muss. Ne? Also definitiv nicht. Weil wie gesagt, schön baulich das sowieso in meinem Auge des Betrachters. Der eine findet es gut, der andere nicht gut. Das heißt ja immer, das heißt ja noch nicht, wenn man was baut, was man selber gut findet, dass die Community das auch gut findet. Wie oft habe ich das gehabt, was ich gebaut habe, was ich, ah, ich fand das so schlecht, so schäbig und ihr fandet das einfach total geil. Daher ist das wirklich schwer immer einzuschätzen. Ne? Und deswegen sage ich mir immer, schön baulich im Auge des Betrachters. Und das finde ich einfach, was hier rauf geht zum Stein, Steinschlag, Stein, Steingrube, wie auch immer, finde ich schon geil, ne? Finde ich echt schon geil. Vor allen Dingen auch mit den riesen LKWs. Gefällt mir. Der zimmert natürlich hier mit 80 hoch, ich weiß ja nicht, ne? Ob da nicht ein bisschen schnell ist, weil da vorne hält er nämlich den ganzen Verkehr auf. Kann man runter gucken, ne, kann man nicht mal runter gucken. Der ist über den Wolken. Der über den Wolken, jawohl. Oh, jetzt krieg ich Schluck auf, was ist das denn für ein Mist? Sehr geil, sehr geil. Ey, guckt euch das mal an, ey. Mit den ganzen Texturen schön gespielt. Einfach herrlich. Also hier würde ich vielleicht noch den Tagebaubagger, der ist ja eigentlich für Braunkohle gedacht, ne? Aber den würde ich mir hier noch reinflanschen irgendwie. Ja, das würde ich mir auf jeden Fall noch machen, den Tagebaubagger mit der Riesenschaufel hier rein. So, wir gehen mal weiter, wir gucken mal kurz die Karte, die ist ja auch schon recht groß. Hier waren wir gerade,
Ach, hier. Ist auch so ein schöner Hingucker. Der hat da auch, das weiß ich, der hat da tagelang dran gesessen. Mit den Bergen hier. Ja, das muss alles noch ein bisschen mit Textur bearbeitet werden, dass die richtig schön rüberkommen, zur Geltung kommen. Ja, hier hat er schön die Schlucht gemacht. Herrlich. Also, das sieht schon geil aus, ne? Muss man machen. Sagen, mit den Wassertexturen. Mit dem Dorf hier drinnen gefällt mir sehr, sehr gut. Aber mit die Berge da oben, da muss er auf jeden Fall noch, ist meine Meinung, mit Texturen arbeiten. Dass das richtig schön rüberkommt, so wie hier. Mit den Texturen und dann ein bisschen mit Farbe spielen, dann passt das schon. Dann kommt das richtig geil lebendig rüber. Ja, das sieht einfach schnieke aus, ne? Das sieht echt schnieke aus. Okay, dann würde ich sagen, wir verlassen wir die Karte. Ich habe jetzt mal die Karte vorgestellt. Und wie gesagt, haut in den Kommentaren rein, wie ihr das so findet, was ihr da so macht. Und freut mich. Naja, so, und jetzt noch mal kurz zu meiner Karte. Ich habe das Problem, dass meine Karte einfach total abgeraucht ist. Und ich muss von vorne anfangen, ey. Es ist zum Kotzen. Ich werde aber dazu in meinem nächsten Video mehr dazu sagen und mich mal dazu äußern, wie die Geschichte aussieht. Also, ich wünsche euch viel Spaß, einen schönen Sonntag und bleibt gesund. Wir hören uns. Wie gesagt, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Abo da, liked mich. Kommentare sind mir ganz wichtig. Wie gesagt, das Feedback ist einfach jetzt ganz mir eigentlich sehr, sehr interessant sein. Also es wird mir sehr interessant sein. Ich laber manchmal durcheinander Scheiß hier. Echt, euer Feedback ist mir jetzt echt. Bin ich echt. Ich könnte, würde da gerne zurückspulen, was ich gerade gesagt habe. Ey. Euer Feedback ist einfach jetzt wichtig. Echt, eure Meinung. Das ist einfach geil. Alles klar, das war's dann, bevor ich noch mehr Müll laber und hier mir kein Spickzettel hingemacht habe. So. Der Reihe nach abarbeiten, wie man mit immer so schön sagt, ne, einen Scheiß drauf mache ich. Ich bleib so, wie ich bin und so bin ich gut. So, alles klar, Leute, das war's. Bis dahin, euer Big Daddy und bye bye.